zusammen. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marei on Tour. Wir sind hier in Albufeira und möchten hier unser Video Strandhopping beginnen. Ja, wir hattet ja gesehen, Sagres, dort waren also auch Strände und dergleichen für Surfer und ähnliches. Das haben wir jetzt in dem Maße hier nicht. Dafür fantastische Steilküsten, Sandstrände, Albufeira als Touristenhochburg. Und wir wollen letzten Endes über den Praia de Falesia bis rüber nach Vilamoura Carteira. Das ist das, was euch in diesem Video erwartet. Wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Auf geht's! Gell? Dann schaut mal mit rein. Genau. Nach unserem Besuch in Sagres möchten wir nun die Strände zwischen Albufeira und Vilamoura Carteira erkunden. Dabei möchten wir vorher noch darauf hinweisen, dass wir im Jahre 2019 Strände wie Praia de Marinha, Benaguil, Carvoeiro besucht haben und das Video verlinken wir euch unten in der Beschreibung. Nun geht's aber los und wir starten an der Marina von Albufeira. Übrigens hier unten hat es auch Waschmaschinen. Wie war das? 4 und 8 Euro, ne? Ja, das sind glaube ich 8 Kilo, 4 Euro, 18 Kilo, 8 Euro. Der Trockner, das hängt von der Zeit ab. Kann man unterschiedliche Zeiten wählen, kostet entsprechend mehr. Weiß ich nicht, 3 Euro aufwärts. Genau, wir sind gerade dabei zu überlegen, ob wir da den Nachmittag nicht nutzen, um so ein bisschen Wäsche zu waschen. Darf man das dann auch gleich noch erledigt, ne? Ja. Wäre ja nicht übel. Praktisch. Mhm. Müssen wir 20 Stückchen mehr. Wir laufen hier entlang der Hafenausfahrt genau auf den Fischereihafen zu. Und diese Skulptur steht genau am Eingang. Und hier links das Castello di Nursia. Wein, Öl und so weiter kann man hier kaufen, aber man kann mit Sicherheit auch gut einkehren. Wir gehen jetzt hier von der Marina weg. Hinein Richtung Albufeira, wo wir dann auch die Strände besuchen werden. Mal schauen, was wir von Albufeira selber noch sehen. Ne? Gucken wir mal. Ja, Albufeira ist keine kleine Stadt. Wir sehen auf einmal alles, Moment, die Autos, alles toll, was wir euch zeigen wollen. Albufeira, dann sieht man den Strand von Falesia und ganz hinten Vilamoura.
ganz da hinten, so ein bisschen im Dunst. Das genau. Wird für euch schwer zu erkennen sein, aber super, auf einen Blick alles, wo wir lang wollen. Ist ja genial. Strandhopping eben. Hopp, hopp, hopp. Nein. Bisschen ernsthaft, ja? Ja. Okay, weiter geht's. Wir haben wieder mal Glück mit dem Wetter. Das ist nicht immer so. Ja, auch wenn es früh kalt ist, aber wenn die Sonne scheint, sind wir schon mal zufrieden. Es soll aber auch umschlagen. Mittag kommen die Wolken. Schauen wir mal. Jo, das ist jetzt schön. Ich ziehe mich immer weiter aus. Nein, 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 nein. Immer diese Anspielungen. Wollen wir da oder da? Ich glaube, wir laufen hier weiter. Unten, ne? Ist wahrscheinlich besser. Genau. Kann man halt direkt an den Strand von Albufeira schauen und dort hinten ist bereits der Strand von Olesta Aqua. Daimler Spa. Aha. Jetzt müssen wir erstmal ein Auto vorbeilassen. Unser Video von Portugal, von der Algarve hier aus dem Jahr 2019 kennt, wird sich an diesen Turm erinnern, den Aufzug, der von hier oben und dort unten sieht man es direkt hinunter zum Strand geht. Damals haben wir es nicht geschafft, bis hier hinter zu laufen, warum auch immer. Das sind wir von Falesia. Ach ja, richtig, stimmt. Ja, ja, genau. Da war uns irgendwann jeder Schritt zu viel. Aber ich glaube, bis hier unten an diese Kehre sind wir gekommen. Da unten waren wir, genau. Ist das ein toller Blick von hier oben. Hier an der Wand hat man mit Fotos das Leben damals, also vor, weiß ich, vielen Jahren, in 30er, 40er Jahren oder so, hier an der Algarve dargestellt. Hier sind Frauen dabei, Salz aus den Salinas abzutransportieren. Fischer, war ja der Fischfang ein großer Erwerbszweig hier an der Algarve. Bootsreparaturen. Ja, solche spezielle Segelform hatten die hier. Nee, die Fisch, die Netze. Die Netze, genau. Ja, so ist das halt entstanden, dass aus dem kleinen Fischerdorf Albufeira, das es damals war, heute zu einem der absoluten Urlauberhochburgen hier an der Algarve geworden ist. Und was ich vorhin schon sagte, also Albufeira hat wohl 30.000 Einwohner circa.
Und im Sommer sind dann so um die 300.000 Touristen hier. Unvorstellbar. Ist aber eben auch schön, muss man ja zugeben. Freunde, sind wir an einem ganz bekannten Motiv von Albufeira. Denn hier unten, wo die Leute gerade vorkommen, geht es vor zum Strand und das werden wir dann jetzt auch tun. Zum Strand gehen. Wer suchen sollte, hier ist der Tourismus Office. Und wir gehen jetzt durch den Durchbruch hier zum Strand vor. Ja, wir hatten es vorhin schon gesagt, es ist ein bisschen schade, dass halt die Sonne weg ist. Sonst denkt ihr ja, in der Algarve ist immer Sonne. Ah, stimmt. Nein, ist nicht so. Stimmt auch wieder. Guck mal, was siehst du da links? Eis. Ice cream. Foto muss sein. Die Sonne noch ein bisschen wieder vor. Ja, und das ist Albufeira von der Strandseite, von der Seeseite her. Wir wandern jetzt hier am Strand entlang vor zum Albufeira Hotel. Und nach unserer Auffassung war der Strand in 2019, wo wir damals hier waren, so noch nicht existent. Mag es sein, dass dort die Ebbe, also die Tide, eine Rolle spielte, wie auch immer. Damals konnten wir jedenfalls hier noch nicht entlang laufen. Die wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Ich mag mehr Jungfrauen. Aha. Ja, du nicht? Mehr Jungfrauen sind schon was Schönes, ja. Genau, guck dir mal den Strampopo an. Müssen wir das rausschneiden? Haar. Ich glaube, das würde jedermann sagen. Und hier an diesen Klippen unterbrechen wir unser Video Strandhopping. Östlich von Albufeira schauen wir nun hinüber nach Olhos de Aqua. Und dort wird es am kommenden Samstag weitergehen und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin sagen wir Tschüss.